Salut, bienvenue mes amis. Hier ist Cooles Filmwelt. Und heute geht es um einen US-amerikanischen Thriller, der im August 2017 in Kanada gedreht wurde und mich persönlich völlig überrascht hat. Warum das so ist bzw. war, dazu komme ich gleich. Denn zunächst einmal geht wie immer ein Dankeschön an den Filmverleih über den Äther. Dieses Mal an Studekanal, ohne welchen ich ansonsten niemals diese Rezension auf ihrer hier zu sehenden Art und Weise so toll präsentieren könnte. Von daher vielen herzlichen Dank an Studekanal für die freundliche Unterstützung zu diesem, meinem Video. Und sollte dieses euch gefallen, so wisst ihr ja, worüber Kullis sich freuen würde. Ich sage nur liken, kommentieren und abonnieren. Ja, ist doch klar, oder? Also haut rein, Leute. Kommen wir nun jedoch zur heutigen Rezension. Im August letzten Jahres hatte ich auf Prime durch Zufall einen Trailer zu Nur ein kleiner Gefallen gesehen. Und da mich die Filmbeschreibung sowie das dort ausgeschriebene Genre Drama sehr ansprachen und die Filmvorschau auch echt nicht schlecht war, zumal sie noch dazu mit französischer Musik unterlegt war, dachte ich mir, den gebe ich mir. Letztlich habe ich dann zwar mitbekommen, dass der Film in Kanada gedreht wurde und ehrlich gesagt, mit kanadischen Filmen habe ich es eigentlich so gar nicht, aber dennoch sprach er mich auf den ersten Blick stilistisch doch sehr an. Und als der Film dann begann, Leute, ich kann euch sagen, ich war von den Socken, denn solch ein super stylisches Intro, rein optisch betrachtet, habe ich echt noch nie gesehen. Ich hatte sofort ein super tolles Gefühl, fühlte mich in die späten 1960er, Anfang 1970er Jahre hineinversetzt, welches nur noch mehr dadurch verstärkt wurde, dass währenddessen Sacette Arrangée von Jean-Paul Keller zu hören war. Und so, voll geflasht, ließ ich mich dann voll gespannt auf die eigentliche Handlung des Films ein. Die verwitwete Stephanie Smoothers ist eine alleinerziehende Vloggerin, die in der Grundschule ihres Sohnes auf Emily trifft, dessen Sohn ebenfalls dort zur Schule geht. Letztere ist, im Gegensatz zu Stephanie, die eher biederflapsig erscheint, eine sehr extravagante PR-Chefin einer Modefirma. Trotz dieser Gegensätze freuen sich beide Frauen mit der Zeit an und eines Tages bittet Emily Stephanie um einen kleinen Gefallen. Da sie zeitlich verhindert ist, soll sie ihren Sohn Sean mit von der Schule abholen und auf ihn aufpassen, bis sie wieder zurück ist. Als Emily jedoch nach mehreren Tagen der Abwesenheit immer noch nicht aufgetaucht ist, beginnt Stephanie sich Sorgen zu machen und startet eine Suchaktion nach ihrer Freundin. In dieser Zeit wird klar, dass Emily scheinbar nicht wirklich die ist, für die sie sich ausgegeben. Oder doch? Laut Amazon ist Nur ein kleiner Gefallen als Drama kategorisiert worden. Doch bereits der Trailer zeigt, dass es sich doch eher um einen Thriller handelt, mit einem leichten Touch Komödie, wenn man dann gewillt ist, schwarzen Humor in Zusammenhang mit einem Psychothriller so bezeichnen zu wollen. Doch es stimmt schon, dass einige Charaktere in bestimmten Situationen hier und da eine Zote fallen lassen, die einen als Zuschauer schon mal schmunzeln lassen. Doch zumeist, und dabei gehe ich dann doch schon eher von meinem Empfinden aus, ist es doch schon mehr zynischer Natur, was, wenn gut und sparsam eingesetzt, gerade bei einem Psychothriller richtig gut ziehen kann. Und bei Nur ein kleiner Gefallen ist das oft sehr gut gelungen, sodass man als Zuschauer, ja man kann schon sagen, nahezu misstrauisch wird, ob der schönen Vorstadt-Idylle, da sich schon dadurch eine tolle, spannungsgeladene Atmosphäre entwickelt, die sich jedoch nie aufdringlich in den Vordergrund stellt, sondern einen mit der Zeit hintergründig erahnen lässt, dass da irgendwann und irgendwo ein ganz dicker Hund begraben liegen wird. Unterstrichen wird dieses Gefühl dann besonders gut durch Anna Kendrick, die als zuvor unscheinbare Stephanie auf der Suche nach ihrer Freundin Emily, gespielt von Blake Lively, plötzlich eine 180-Grad-Wendung macht, allmählich aus ihrem Schneckenhaus herauskommt und man peu à peu merkt, dass stille Wasser sehr, sehr tief sein können. Doch auch diese Wandlung kommt nicht einfach aus dem Nichts, sondern entwickelt sich nach und nach mit einem perfekten Timing, welches noch mehr Spannung aufbaut. Was mir bei diesem Film hauptsächlich enorm gut gefallen hat, ist, dass er wirklich nie auf einer Schiene fährt, sich also nie auf irgendetwas ausruht, sondern immer wieder generell für überraschende Wendungen sorgt. Und das bis zum Schluss. Denn als die Geschichte beginnt, allmählich Licht ins Dunkel zu bringen, sitzt man plötzlich als Betrachter des Ganzen völlig überrascht vor diesem Film und denkt, holla, was ist denn jetzt los? Da sich Nur ein kleiner Gefallen urplötzlich um 360 Grad wendet und sich aus diesem gerade eben noch stylischen Thriller-Komödiendrama ein Mystery-Thriller entwickelt, sodass man meinen könnte, dass man so gesehen zwei Filme in einem hat und das Ganze noch sehr viel mehr Spaß macht, der Geschichte zu folgen. Denn diese Taktik ist genial, lässt einen noch einmal sehr viel mehr Interessierter an der Story werden, um wie man dies spannungstechnisch wusste umzusetzen. Leute,
Einfach nur fantastisch. Allerdings muss ich hier als kleines Manko konstatieren, dass ab diesem Mystery-Teil das zuvor bewundernswert abgestimmte Timing des bisherigen gesamten Films etwas aus dem Ruder läuft und leider etwas vernachlässigt wurde. Zumindest ab einem gewissen Punkt, wo alles plötzlich rasant wie Schlag auf Schlag geht und man dadurch etwas das Gefühl bekommt, als hätte man so viele großartige Ideen gehabt, konnte oder wollte sich jedoch nicht wirklich für eine Sache entscheiden, sodass man einfach alles insgesamt unter einen Hut bringen wollte. Dadurch wirkt es zum Ende hin leider etwas überladen und passt in gewissen Passagen nicht wirklich zu dem vorhergesehenen, gut ausgeklügelten gesamten Erscheinungsbild. Nichtsdestotrotz muss ich für mich sagen, dass mich dieser Film voll geflasht und in seinen Bann gezogen hat. Und ich war von beiden Hauptdarstellerinnen wirklich begeistert, wobei mir Blake Lively gemessen am äußeren Erscheinungsbild unglaublich gut gefallen hat. Denn sie hat es wirklich richtig gut vermocht, die Figur Emily, die Stärke, das Geheimnisvolle und vor allen Dingen die enorme Eleganz zu verleihen, die diese Rolle abverlangte. Wobei man natürlich festhalten muss, dass von beiden Anna Kendrick die schon anspruchsvollere Rolle innehatte, da sie eben die Möglichkeit hatte, ihrer Figur Stephanie eine Entwicklung zu unterziehen. Eben vom braven Hausmütterchen hin zu einer taffen, auch in Teilen undurchsichtigen Person. Doch beide Frauen, sowohl Lively als auch Kendrick, haben als Team wunderbar zusammengepasst, wie ich finde. Chapeau. Wessen Rolle allerdings leider etwas viel zu kurz kam, war die von Henry Golding, der somit eigentlich überhaupt keine Möglichkeiten hatte, sein Potenzial zu zeigen, geschweige denn seine Rolle ausschöpfend darzustellen. Denn er lief in meinen Augen neben dem starken Frauenduo als nett anzuschauendes Accessoire nebenher, obwohl auch er Anflüge von Mystik hatte, wo ich anfangs noch dachte, hui, jetzt kommt auch noch eine ganz andere Konstellation ins Spiel. Doch leider blieb es hierbei nur bei der Hoffnung meinerseits, was schade ist, da dies dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen aufsetzen hätte können, denn das Potenzial war generell dazu gegeben. Fazit. Trotz ganz kleiner Kritikpunkte, ein super duper Film mit tollem Style, Hammer Soundtrack, grandiosen Wendungen und einem insgesamten Flair, den man erst nachvollziehen kann, wenn man dieses Thriller-Drama selbst zu Gesicht bekommen hat. Und der von mir an euch als absoluter Tipp des Tages zu verstehen ist. Von daher ergibt sich aus Sicht von Cooles Filmwelt folgende Punktebewertung. Fünf Punkte von möglichen 5. Wenn ihr jetzt selbst Lust dazu bekommen habt, euch auf diesen Film einlassen zu wollen, könnt ihr nun zuerst einmal in die obere rechte Ecke meines Videos klicken, denn dort werdet ihr auf den Trailer zum Film weitergeleitet, sodass ihr euch zunächst einen kleinen Eindruck zum Film verschaffen könnt. Und zudem habt ihr hier auf Cooles Filmwelt auch die Möglichkeit, euch beide Soundtracks zum Film anhören zu können. Denn ich habe für euch eine Playlist zusammengestellt, die sowohl den von Theodore Shapiro komponierten Soundtrack zum Film allgemein, als auch den stylischen, von mir angesprochenen 60er Jahre Soundtrack zu Nur ein kleiner Gefallen beinhaltet. Auch diese Musikplaylist jetzt gerade zu sehen in der oberen rechten Ecke dieses Videos. Doch selbstverständlich findet ihr alle angesprochenen Links auch in der unteren Videobeschreibung aufgelistet. So auch eine Übersicht aller Streamingdienste, die Nur ein kleiner Gefallen für euch in ihrem Angebot haben. Eine kleine Auswahl dessen könnt ihr gleich auch noch, wie gewohnt, in meinem Videoabspann finden. Bis dahin sage ich nun erst einmal, salut à bientôt, mes amis.